Yeah.
vor. Ich werde die König sein. Und du? Du wirst nie einen anderen Tag sehen. Adieu! Aber, hat's dir deine Mutter nicht weit gemacht, dass er mit dem Hessen nicht spielt? Also, weißt du, Sasu, deinetwegen komme ich jetzt um ein Mittagessen. Du wirst noch um viel mehr kommen, wenn der König dich zur Rechenschaft zieht. Du warst nicht bei der Feier und Mufasa ist wütend auf dich. Wütend wie ein Bison mit Bauchweh. Oh, ich schlottere vor Arm. Nicht, Scar! Schau mich nicht so an! Scar! Was ihn los? Perfektes Timing, mein Streit. Aber hallo! Mein großer Bruder, höchstpersönlich, steigt von seiner erhabenen Höhe herab, um sich unter das gemeine Volk zu mischen. So frage nun ich. Habe mich bei der Präsentation von Simba vermisst. Ah, das war heute? Oh, wie unangenehm. Das ist mir doch glatt entfallen. Ist ja auch ziemlich glitschig in deinem Kopf. Als Bruder des Königs hättest du einer der Ersten sein müssen. Ich war der Erste, bis dieses kleine Wollknäuel zur Welt kam. Dieses Wollknäuel ist mein Sohn und dein zukünftiger König. Da werde ich wohl den Hofknicks üben müssen. Klinge nicht den Rücken zu, Scar. Du, Mufasa, du bist es, der mir nicht den Rücken zu... Ja, jetzt halt da! Willst du mir drohen? Aber, nicht im Traum wird es mir einfallen, dir zu drohen. Schade, warum nicht? Nun ja, was das Hirn angeht, so habe ich den Löwenanteil abgekriegt. Aber allein der Verteilung der hohen Körperkraft bin ich leider zu kurz gekommen. Einen gibt's in jeder Familie, Exzellenz. Und in meiner sogar zwei. Leute, denen es unfehlbar gelingt, jede Feier zu versauen. Was soll ich bloß mit ihm machen? Er gäbe einen hübschen Bettvorleger ab. Das wäre doch praktisch, wenn er dreckig wird, raus mit ihm und kräftig durchgeklopft. Wahrscheinlich ist er als Löwenjunges auf den Kopf gefallen. Daher der ganze Jammer.
das nicht mehr. Gehört zu unserem Königreich. Wow! Die Macht eines Königs steigt in heiligen Sonne. Eines Tages wird die Sonne untergehen für dich. Und wieder aufzugehen wird deine Zeit erst. Und dann ist das alles meins? Alles. Alles, was das Licht berührt. Und das Land im Schatten, da drüben? Das liegt jenseits der Grenze. Dorthin darfst du niemals gehen. Aber ich dachte, ein König kann machen, was er will. Ein König sein bedeutet mehr, als immer seinen Willen durchzusetzen. Noch? Schleichen, Blasen, Teich, Blasen, 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 Schleichen, Blasen, Teich
Sascha, bring Simba nach Hause. Oh, Papa, darf ich nicht mit? Nein, mein Sohn. Nie darf ich irgendwo hin mit. Oh, junger Herr, eines Tages sind Sie der König. Dann können Sie diese sabbernden, räudigen, blöden Spaudiebe von morgens bis abends jagen. Hey, Onkelstar! Mach doch, was ich weiß! Ach, ich war abscheuer Ratespiele. Ich werde König vom geweihten Land! Ui, toll! Mein Papa hat mir das ganze Königreich gezeigt. Über alles werde ich einmal herrschen. Schön! Entschuldige, dass ich vor Freude keinen Luftsprung mache. Hey, Onkelstar, was wirst du machen, wenn ich König bin? Mit den Zähnen knirschen. Du bist echt schräg. Du hast keine Ahnung. So, dann hat dir dein Vater also das ganze Königreich gesagt. Ja, alles. Auch zieht er die Hügel im Norden mit. Nein, das nicht. Da darf ich nicht hin, hat er gesagt. Und hat vollkommen recht, viel zu gefährlich. Nur die ganz tapferen Möwen trauen sich dorthin. Ich bin tapfer! Was ist dort? Ach, tut mir leid, Simba, darf ich nicht sagen. Warum nicht? Simba, weil es nicht gut ist für mich. Mir liegt viel am Wohlergehen meines Lieblingsneffe. Lieblingsneffe? Du hast doch nur ein. Umso mehr Grund, mir Sorgen zu machen um dich. Ein Elefantenfriedhof ist kein Aufenthalt für einen Prinzen. Ein Elefanten, was? Ich plapper Maul. Nun ja, früher oder später hättest du es ja doch rausgefunden. Du bist ja so ein kluges Kerlchen. Sieh mal. Es tut mir nur eingefallen. Versprich mir, dass du niemals zu diesem grässlichen Ort gehen wirst. Null Problemo. Ja, jetzt geh deine Wege und hab deinen Spaß. Oh, und Simba, vergiss nicht, das, was ich dir verraten habe, das bleibt unser kleines Geheimnis. Baba,
Bin. Bitte sag das doch mit meiner Bettelmama! Ja! Thank you.
Ha, ha, ha.
Mufasa!
Ich lasse euch doch nicht aus, ihr Damen.
auszusehen. Ich habe versucht, sie zu besänftigen, aber sie besteht darauf, dass ich dich frischlos entlasse. Dein Vater hat eine tolle Überraschung. Was für eine Überraschung? Simba, wenn ich das sagen würde, wäre es doch keine Überraschung mehr. Wenn du es mir verrätst, ich werde trotzdem schon mal völlig überrascht. Oh, was für ein durchtriebenes Burschen du bist. Komm, sag's nur, Mister. Nein, das ist etwas zwischen dir und dein Papi, wie soll ich sagen. Der Vater ist so. Ah, wir sind da. Da setz dich hin. Ich hole ihn. Ich komme mit. Nein. Bleib brav auf der Platz hier sitzen. Du willst doch nicht wieder in so ein Schlamassel geraten wie neulich in Indien. Du hast davon gehört? Simba, jeder hat davon gehört. Ein Glück, dass Papi da war, um dich zu retten. Oh, und ganz unter uns. Vielleicht solltest du dein kleines Gebrüll ein bisschen trainieren. Oh, okay. Moment, Onkel Scar. Ist es eine schöne Überraschung? Schön.
Natürlich nicht. Niemand will so etwas. Aber der König ist tot. Wärst du nicht gewesen, würde er noch leben. Was wird deiner Mutter dazu sagen? Was soll ich nur tun? Lauf davon, Simba. Lauf! Lauf davon und komm nie wieder zurück.
Schnell mit Pumba, gib Fersen her! Was, Timo? Der ist doch noch ganz klein. Schau nur, wie niedlich und Mutterseelen am Nein. Können wir ihn warten? Mann, Pumba, hast du noch alle? Wir haben es hier mit einem Löwen zu tun. Löwen fressen Typen wie uns. Aber der ist doch noch so klein. Er wird größer. Gleich ist der dann auf uns gescheitert. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Vielleicht ist er ja... Hey, hey, ich hab's. Was, wenn er auf unserer Seite wäre? Weißt du, einen Löwen bei sich zu haben, ist gar keine schlechte Idee. Ich sage gern, Hakuna
Eine Käferlarve, was denkst du, was es ist? Schmeckt wie Hütchen, schleimig, jedoch wie Kaminrein. Lauter seltene Delikatesse. Geschmetterte Fettringe, lecker. Mit einer köstlichen Kruste. Du wirst bald das gierig darauf sein. Ich sag dir was, Kleiner, das ist das wahre Leben. Keine Regeln, keine Pflichten. Eine Krempelung, die liebe ich. Hurra! Und was das Beste ist, keine Sorge. Also, was ist? Guten Appetit. Guten Appetit. Hau rein! Also gut. Hakuna Matata. Schleimig, jedoch vitaminreich. Du sagst es. Come on!
aber ihr so viel versagt. Stimmt, als König sind Sie ein Versager. Warum liebt mich niemand? Ich bin bescheiden und genial, ein Königsideal. Trotzdem zweifelt man mich an, ich spüre es dann und wann. Ich muss! Weil sie nennen man nicht steuert fehlt. Ob man buckelt oder konspiriert. Konspiriert? Sag, dass man mich mag. Ach, sag, dass man mich mag. Edmund! Wir haben in dir ein Hühnchen zu rufen. Eben nicht. Es gibt kein Hühnchen. Nicht mal Wasser. Ja, es gibt Fang und noch nicht mal ein Mittel im Konzentrive. Wie war ich hier? Wie soll man das allein? Was wirklicher Hunger ist, wisst ihr doch überhaupt nicht. Tag für Tag nagt es in meinem Innersten. Hatte ich auch! Falsch für! Nein, nein, nein! Ein verzehrter Schritt blieb unschuldbar, profund! Gerne! Wenn du es nicht mehr aufhalten kannst, wird nur eins. In die Hocke und schummeln! Danke für den Tipp! Wunderbares Geschindel! Gämpft mich nicht, die Bursche von euch um jeden Bissen mit den Geiern zusammen. Ich denke nicht, der Mann ist gut! Auf unser Weg ist gut! Und eine Wende im Wald ist weit! Wenn unser Eins nicht bleibt! Durch unser Land wird er verrückt! Dann in unser Haus wird flogen weg! Wollt ihr mir etwa die Schuld da angeben? Ah!
hier mal verabscheue. So oder so, du wirst mir gehören. Du bist mein Landmann. Thank you.
Tag so viel Sturm und Drang. Jugendzeit, wenn du mir folgen kannst. Ich folge dir immer nur höchst ungern, Pumba. Puh. Und du, was soll dies dauernde Anpirschen und Einfallen? Keine Ahnung, Simon. Ich sehe nicht, das überkommt mich. Dann reiß dich gefälligst zusammen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwas an dir reizt mich. Deine ganze Art. Ich muss ein Hör! Lass das sein! Lümmel, hör endlich auf damit! Und ich habe keine Äuglein. Meine Augen sind groß, groß, groß! Außerdem ist jetzt sowieso Schlafenszeit. Ja, komm! Hier im Dschungel, da oben, die kommen auch schon, Löwe. Schlaf euch lang. Ah, der Platz hier sieht gut aus. Ein kuscheliges Bett. Betthofer. Ah, das beruhigende Gemurmel von einem plätschernden Bach. Tut mir leid, Simon. Aber mein Gefühl sagt mir, das ist nicht der richtige Platz. Wir müssen noch ein Stück gehen. Na, danke. Oh, Simba! Du bist jetzt schon seit Wochen auf der Suche nach dem richtigen Platz. Na, weiter geht's, Pumba. Oh, warum denn das? Wegen dem. Simba, volles Rohr, will das unser Lager verlagern. Schon wieder? Heimat ist und ein Bauch fragen. Gut, Simba. Leider ist dein Bauch rastlos. Wie rastlos? Schon wie drei, genannt Simba. Geht mir nicht. Wenn du uns vielleicht genau beschreiben könntest, wonach wir eigentlich suchen? Ich weiß auch nicht. Ein Ort, der grüne ist. Oder ruhiger. Oder interessanter. Oder mit einer besseren Aussicht. Und vorne. Ich kann dir sagen, was verkehrt ist. Verkehrt ist, dass wir Nacht für Nacht in diesem Dschungel herumlatschen, auf der Suche nach dem idealen Platz. Wenn du nichts dagegen hast, bleiben wir hier. Stimmt's, Pumba? Hm? Oh ja. Also gut, von mir aus bleibt. Allmählich kommt ihr mir vor wie so zwei alte Sesselbuchser. Kein Widerspruch, was mich betrifft. Wenn der denkt, der könnte mich auf die Art dazu bringen. Puh. Oh! Hörst du das? Was? Fleischfressergeräusche! Weißt du, Simba ist bestimmt in großer Gefahr da draußen. Ja! Wir sollten ihn beschützen! Ja! Ja! Thank you.
mich auf das Tier. Ein Wort und schon beginnt der Albtraum.
Schmerzen. Na, na, na. Moment mal. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Du kennst sie. Sie kennt dich. Aber uns will sie fressen. Und alle finden das Ganze in Ordnung so. Hab ich hier irgendetwas getrennt? Hör ruhig nicht, Timon. Hey, mir geht's gut und du hast mich gerade schon wieder besiegt. Eins kann ich dir flüstern, Pumba, es stinkt zum Himmel. Oh, Entschuldigung. Thank you.
ganze Zeit am Leben war. Warum bist du denn nicht zu Chris Vincent zurückgekommen? Darum das Paradies verlassen. Also ich mich drauf, ich meine, wollte mein eigenes Leben leben. Habe ich auch gemacht. Läuft total super! Sieh, was hat das gewandte Land den Huyenen ausgeliefert? Was? Es ist verwüstet. Es gibt keine Nahrung mehr, kein Wasser. Jetzt bleiben Sie zurück und etwas dagegen unternehmen. Ich kann nicht zurück. Warum? Das verstehst du nicht. Was verstehst du? Nein, ist auch egal. Hakuna Matata. Was? Hakuna Matata. Etwas, was ich daraus unterlebt habe. Manchmal passiert was Schlimmes und man kann gar nichts dagegen machen. Simba! Simba! Was ist los mit dir? Du bist nicht mehr Simba, nicht? Stimmt, bin ich auch nicht mehr. Bist du jetzt zufrieden? Los im Deutsch. Weißt du, rede ich schon fast zu meinem Vater. Gut! Wenigstens du zahlst aber noch. Hör mal! Denkst du, du könntest dich einfach so aufputzen und mir sagen, wie ich mein Leben zu leben habe? Du hast doch gar keine Ahnung, was wirklich passiert ist. Du musst es mir nur erzählen. Vergiss es! Du! Ich kann nicht zurück. Was für einen Sinn soll das denn haben? Würde ja doch nichts ändern. Mein Vater, nur mein Spiegelbild. Nicht da! Thank you.
Simba, du hast mich vergessen. Nein, wie könnte ich? Du hast vergessen, wer du bist. Also hast du mich vergessen. Schau in dich hinein, Simba. Du bist mehr als das, was aus dir geworden ist. Du musst deinen Platz einnehmen im ewigen Kreis des Lebens. Bitte nicht zurück. Ich bin nicht mit dir, ich war. Denk daran, wer du bist. Du bist mein Sohn und der einzige wahre König. Ich weiß, was ich tun müsste. Ich müsste mich meiner Vergangenheit stellen. Au! Wofür war das? Die Gefahr ist Vergangenheit. Ja, das tut immer noch weh. Oh ja, die Vergangenheit kann weh tun. Aber so wie ich das sehe, kannst du entweder vor ihr davonlaufen oder aus ihr. Zuerst nehme ich mal diesen Stock. Nein, nein, nein! Thank you.
Hey, was läuft hier ab? Okay. Wer ist der Affe? Schon stark! Du wartest deinen Onkel! Dein Onkel ist ein Star? Nein! Simba, zurückgegangen und wir seinem Onkel den Kampf schon sagen, um an seiner Stelle König zu werden! Also wir wollen das nicht.
liebes Gar. Bitte abgeben. Oder kennen Sie? Muss es denn immer in Gewaltenden für den Tod eines Familienmitglieds verantwortlich sein? Das ist schrecklich. Habe ich Ihnen gesehen? Was denkt man nicht, liebes Gar? Haben die auch einen Strickler untergezogen? Wovon redet er? Ah, du hast ihnen unser kleines Geheimnis beigetragen. Hey! Nun, jetzt aber zeig's dir mal. Nur so! Sag ihnen, wer schuld ist! Also, was reicht doch! Meine Dankbarkeit zeigen. Verlangen